Und damit herzlich willkommen hier zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wenn dir das Video heute gefällt, dann lass einen Daumen nach oben da. Vergiss kein Abo da zu lassen, das würde mich unterstützen. Und schau auch auf Facebook und auf Instagram vorbei, dort bin ich auch aktiv. Und jetzt viel Spaß beim Video. Und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge der FC Liverpool Karriere. Heute werden wir das Spiel gegen den Überraschungsteam von 2016 aufnehmen. Und zwar werden wir gegen Leicester City spielen. In dieser Liga, in dieser Saison läuft es nicht so gut. Erst 2 Siege für die Foxes, 6 Punkte nach 7 Spielen, das ist zu wenig. Aber wir sind auch noch in Verbesserungswürdigkeit Phase, sage ich mal. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Also, wir müssen uns auch deutlich verbessern. Durch die Niederlage gegen Chelsea sind wir ordentlich abgerutscht. Erst auf Platz 5, jetzt haben wir durch den Erfolg gegen Newcastle bzw. gegen Sheffield wieder Fuß gefasst und sind zumindest auf einen Champions League Platz. Auf Platz 3 mit 16 Punkten, mit einem Sieg könnten wir an Manchester City, an unseren großen Konkurrenten in den letzten Jahren vorbeiziehen. Aguero holt sich den Spieler des Monats Award. Und wenn euch die heutige Folge gefällt, dann lasst einen Daumen nach oben da, vergesst den Kanal nicht zu abonnieren und checkt die Links in der Videobeschreibung ab. Außerdem schaut auch meine anderen Karrieren an mit Cosenza Calcio, mit dem FC Crotone, mit AC Mailand und mit dem SC Freiburg. Und bevor wir wirklich in das Spiel gegen Leicester reingehen, es ist ja eine richtig schwierige Phase für die ganze Welt. Die ganze Welt beschäftigt sich mit dem Coronavirus. Ich habe dazu ein Video gemacht, das könnt ihr euch anschauen. Auf jeden Fall, es ist echt, echt hart, dieses Thema. Und das beschäftigt natürlich nicht nur die Menschen draußen, sondern auch den internationalen Fußball. Die Champions League soll abgebrochen werden, die Europa League soll abgebrochen werden und alle anderen Wettbewerbe sollen ausgefallen bzw. verschoben werden. Unter anderem die Europameisterschaft. Man überlegt sogar, dass man sie auf 2021 verlegt. In diesem Sinne, was man dagegen machen kann, bleibt fern von Menschen, die ihr nicht kennt, wäscht regelmäßig am Tag eure Hände, am besten wenn ihr rein und raus geht, immer Hände waschen oder nach dem Essen bzw. nach dem Trinken. Ja, das ist etwas übertrieben gesagt, aber häufiger Hände waschen am Tag und einfach, wenn es geht, nicht in die Hände husten, sondern irgendwie am Arm sich verdecken und dann husten, weil das sind ja Tröpfchen und die können ja dazu führen, dass jemand angesteckt dadurch wird. Und jetzt auf jeden Fall kommen wir zu der heutigen Folge. Leicester City, wir wollen diese Partie auf jeden Fall gewinnen und wir werden mit einer Mannschaft spielen, die wieder Erfolg sucht. Natürlich Alisson ist immer noch verletzt, aber zumindest hat er ein Pflaster, immerhin. Aber ich lasse mal wieder längere ran, so wie Robertson. Der hat ja die letzten Spiele ausfallen müssen, da Kolarov seinen Platz übernommen hat. Van Dijk und Matip kehrt in das Team zurück und rechts Klein anstelle von Aarons. Dann werden wir in der Mitte mit Keita mal wieder spielen und Milner. Links werden wir mit Payet spielen, Mitte natürlich Henderson und rechts Salah sowie vorne Firmino. Ich habe mich dazu überlegt, dass wir Mané mal bzw. Mané eine Pause gönnen und Shaqiri reinrotieren in das Team. Der hat bis jetzt in dieser Saison noch keinen so einen richtigen Auftritt hinlegen können und deswegen Mané wird dann gegen Manchester United in der nächsten Folge wieder von Beginn an ran dürfen. Jetzt müssen wir auf jeden Fall diese Partie hier gewinnen gegen die Jungs aus Leicester. Klar, es wird nicht einfach, aber wir müssen einfach wieder die oberen Plätze nicht in Auge verlieren, auch nicht
den Anschluss an den FC Chelsea, die jetzt 4 Punkte haben. Mit einem Sieg können wir es zumindest verringern auf nur einen Zähler. Wir gucken gleich wieder in die Tabelle. Hier auf jeden Fall in der an der Anfield Road ist Leicester heute zu Gast. In erster Linie müssen wir zuerst an uns denken und dann an die anderen Teams. Und natürlich Liverpool. Das Stadion ist voll. Von Firmino sieht man in dieser Saison auch noch nicht so viel. Und wir gucken auf die unvergessliche Saison. Tor hatte schon 4, Torprognose 28, Wettbewerbsrekord 32. Trotzdem bleibt er hier im Fokus. Er ist einer der wichtigsten Spieler vom FC Liverpool. Und wir gucken auf die Aufstellung des FC Liverpool mit Mitchell Vanderweg im Tor. Die Abwehr Klein, Matip van Dijk und Robertson. Das Mittelfeld Keita, Milner. Das Offensive Salah, Henderson und Payet. Und vorne natürlich, über den hat man schon geredet, Roberto Firmino auf der Bank noch, Jadon Sancho sowie Sancho. Und Leicester wird mit Kasper Schmeichel im Tor starten. Und wir gucken auf die Aufstellung der Leicester City. Mit Fuchs hat man gesehen, Schmeichel im Tor, Abwehr Pereira, Amati, Benkovic und Fuchs. Das Mittelfeld Arnold, Tuchari und Tielemans, Perez, Wadi und Berenguer mit dem offensiven Angriff. Und hier die Nationalhymne, sage ich gleich, die Hymne. You never walk alone. Und ich bleibe ruhig und genieße es. Und damit gehen wir rein in das Match hier gegen Leicester City. Wir wollen direkt mal offensiv starten und so schnell wie es nur geht nach vorne. Robertson. Firmino kann sich nicht den Ball durchsetzen, aber Henderson. Henderson, ja, der vertrippelt sich, aber Salah ist da. Salah probiert es, der erste Schuss. Schmeichel ist da. Die erste Möglichkeit gehört uns. Keita verliert den Ball. Fuchs. Berenguer und Tielemans, Wadi, Berenguer und Van Dijk ist natürlich hellwach und kann sich den Ball schnappen. Firmino, keine gute Möglichkeit, er wollte den Ball in die Mitte flanken, das war mein Gedanke, aber dann kam doch der Verteidiger dazwischen. Jetzt Berenguer gegen Van Dijk. Aber klar ist Van Dijk einer der besten Verteidiger hier. Klein Van Dijk. Und kein guter Ball hier von Van Dijk. Salah holt sich aber den Ball wieder zurück. Matip, Klein und Fehlpass. Berenguer gegen Keita und gut von Van Dijk. Der macht eine richtig gute Partie hier in dieser Partie. Jetzt Salah kommt ganz leicht vorbei an Christian Fuchs, dem Österreicher. In der Mitte ist Firmino sowie links Payet. Oh, Schmeichel ist etwas unsicher, aber das geht durch aus Sicht des Dänens. Harry gegen Matip hat da keine Chance. Jetzt Firmino, aber Schmeichel ist hellwach und pflückt sich den Ball in die Arme. Benkovic mit einem guten Ball auf Perez, der kommt sogar noch an. Das war mal ein richtig starker Ball, da sind wir überrascht. Aber Wadi kriegt sogar den Ball noch. Können Sie was daraus machen? Lengerek, Glück für uns. Glück für die Reds. Aber das war mal ein guter Angriff, das muss ich schon sagen, von den Foxes. Das haben sie echt gut gemacht. Keita. Firmino.
Was die können, können wir auch. Salah. Mit Hereingabe, aber die kommt etwas ungenau. Und somit auch auf den Kopf des Verteidigers von Leicester City. Perez. Ihr merkt es, in dieser Saison habe ich etwas Probleme mit direkt Tore zu schießen. Beim SC Freiburg in der AC Milan Karriere treffe ich innerhalb der halben Stunde, aber hier treffe ich immer irgendwie in der zweiten Halbzeit. Oder habe echt Schwierigkeiten. Die Spieler, die Vereine, die Teams, die können echt mit uns mithalten und das finde ich etwas merkwürdig. Klar, es ist die Premier League, braucht man nicht reden, aber wenn man so an die Wirklichkeit denkt, was bei Liverpool gerade abgeht, sind schon fast Meister nach 30 Spielen. Keita. Und der hohe Sieg war einfach nur gegen den FC Arsenal. 4-1 oder 4-2, das weiß ich jetzt leider nicht mehr. Mohamed Salah mit einer guten Flanke auf Payet. Und die 35. Minute ist hier eingeläutet. Bis dato spielen wir eine ordentliche Partie. Aber man kann sich noch deutlich verbessern hier. Firmino. Sieht Mo Salah. Mo Salah. Guter Ball, aber leider etwas zu unpräzise. Berenguer. Oh, da hat der richtig die Verteidiger aussehen lassen. Halt aussehen lassen. Schöner Ball auf Mohamed Salah. Mohamed Salah, lauf, Junge, lauf. Der hat Tempo, der hat Tempo. Der hat Tempo. Payet kommt ran und Glück für den Leicester. Hier Liverpool zurückhalten etwas noch. Payet. Jetzt Salah mit der Ecke. Auf den Kopf von Matip. Noch lebt die Chance hier. Abseits. Nein. Payet. Kann sie nicht durchsetzen. 2 Minuten werden nachgespielt hier im ersten Durchgang. Fehlpass. Damit ist Pause hier in Liverpool. Es steht 0:0 zwischen dem FC Liverpool und Leicester City. Firmino, von dem sieht man noch nicht so viel in dieser Partie. 4:4 Torschütze, jetzt schauen wir mal, wie es in der zweiten Hälfte so läuft. Tielemans. Benkovic, Chatauri und Fehlpass. Milner kann sich nicht durchsetzen hier. Das nächste Spiel ist für uns gegen Manchester United. Salah. Ein guter Versuch. Von Mohamed Salah. Ecke. Wadi. Der schnell. Gegen Lengerek. Boah, Glück für uns. Pfosten. Und ich überlege mir jetzt den ersten Wechsel vorzunehmen. Denn langsam aber sicher kommen die Jungs aus Leicester und gehen in Führung. Also diese Karriere läuft überhaupt nicht gut. Weiß nicht warum. Wir waren hier klar die bessere Mannschaft, aber liegen jetzt zurück. Jetzt Firmino. Es läuft in dieser Karriere einfach nicht. Ich weiß es nicht warum.
0-1. Das gibt's doch nicht. Gegen den Tabellen 16. Komm, Payet. Payet, komm. Ach Junge, das gibt's doch nicht. Jetzt überlege ich mir echt wirklich den ersten Wechsel vorzunehmen. FIFA nervt mich langsam, wirklich. Shaqiri kommt rein für Payet. Genau. Und dann auch Sancho für Salah. Das gibt's doch nicht. Gegen die Tabellen 16. Jetzt verlieren wir erst recht den Anschluss an die Meisterschaft. Im Meisterschaftskampf. Das ist kein Meister, der hier spielt. Jetzt Shaqiri für Payet und Sancho für Was machen die da hinten, ich schwöre. Läuft einfach hier gar nicht. Ja, natürlich fällt das 2-0. Man darf Leicester nicht unterschätzen. Das kann es echt nicht sein. Vielleicht muss ich auch die Schwierigkeit wieder runterstellen. Junge, was ist denn hier los? Mir fehlen die Worte. Wir werden hier zu Hause vorgeführt von Leicester City und langsam überlege ich mir echt, diese Karriere nicht abzubrechen. Es läuft in dieser Karriere einfach gar nicht. Vor allem, weil ich zu Beginn dieser Karriere ein anderes Ziel hatte und jetzt müssen wir das wirklich echt langsam überlegen, ob wir nicht unser Team wechseln. Ich glaube, nach der Folge wechsle ich das Team und starte woanders durch, weil so kann es echt nicht weitergehen. Klar habe ich gesagt, ich will diese Karriere vorbei bis zum Ende spielen, aber das ist der FC Liverpool. Und ich möchte zurücktreten. Nach diesem Spiel möchte ich zurücktreten. Es läuft hier einfach null. Sancho mit einer guten Möglichkeit. Trotzdem, es läuft hier gar nicht. 3-0 hinten liegen. Da überlegt man schon in Wirklichkeit, ob es nicht vielleicht der falsche Trainer ist. Klar, in FIFA 18. Diese Playlist habe ich zwar schon gelöscht. Aber in FIFA 18 habe ich auch eine Karriere mit dem FC Liverpool gestartet. Daran lag es nicht, dass ich die abgebrochen habe. Weil es nicht gelaufen ist. Einfach weil ich die Zeit nicht mehr gehabt habe, Videos zu produzieren. Und dann automatisch habe ich mir gesagt, ich beende diese Karriere. Aber hier in dieser Karriere, wir sind im 11. Part und es läuft gar nicht gut. Und damit beendet East Leicester City die Reise als Liverpool Trainer. Wir sind ab sofort kein Liverpool Trainer mehr. Ich habe es mir jetzt spontan überlegt, weil es läuft einfach nicht. Das letzte Interview als Liverpool Trainer werden wir jetzt trotzdem mitnehmen. Und dann im nächsten Part eine neue Mannschaft präsentieren. Wer es ist, das seht ihr in der nächsten Folge. Auf jeden Fall gucken wir mal an, welches Angebot wir bekommen haben. Wir liegen hinten. Wir haben 3-0 verloren. Es gibt viel zu verbessern und deswegen beende ich diesen Weg als
Liverpool-Trainer und das überlegt mir echt. Ich möchte einfach als Liverpool-Trainer zurücktreten. Platz 5, das ist als Champions League-Sieger viel zu wenig und wir gucken in die Jobangebote. Arsenal, Tottenham, Paris, das sind die Teams. Für welche Mannschaft werde ich mich entscheiden? Vielleicht werde ich sogar eine komplett neue Karriere beginnen. Auf jeden Fall, das seht ihr in der nächsten Folge. Wir werden vorsimulieren bis zum Manchester United-Spiel. Und dann werde ich diesen Spiel beenden. Auswärts auch noch bei den Jungs. Jobangebote. Arsenal, Tottenham, Barcelona, Real. Für welche Mannschaft entscheide ich mich am Ende? Welche Mannschaft wird unser neuer Verein? Auf jeden Fall Real Madrid mal nicht. Ich werde jetzt noch das Spiel simulieren gegen Manchester United, weil das bringt doch eh nichts. Ich möchte diese Karriere einfach nicht mehr weiterlaufen. 2-0 haben wir zwar gewonnen gegen United, trotzdem. Mich hat das einfach enttäuscht und diese Niederlage und ich möchte als Trainer jetzt zurücktreten und entweder wir bleiben in der Liga, wechseln entweder zu Tottenham Hotspur oder zum FC Arsenal. Das seht ihr in der nächsten Folge. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren und checkt die anderen Karrieren ab. Auf jeden Fall beendet wird diese Reise. Platz 6 sind wir nur noch und nicht mehr im Soll der Europa League. Und deswegen beende ich dieses Projekt FC Liverpool. Und in der nächsten Folge sehen wir entweder eine neue Karriere mit dem FC Arsenal, Tottenham Hotspur oder eine ganz andere Mannschaft. Das muss ich mir noch überlegen. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und haltet den Ball flach. Schaut morgen in den anderen Karrieren. Und auch in der Milan-Karriere vorbei, beziehungsweise in der Crotone-Karriere, die kommt ja vor Milan. Und dann wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bis dahin.